Ja, so sieht der aus, der Unterricht der Zukunft. Das hat allerdings alles in den Schulferien stattgefunden. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir zwei der drei Gewinner und das Team von TOSDR oder TUSDR, Terms of Service. Wie kann man euren Service beschreiben? Kommt erstmal auf die Bühne, Sebastian Mauer und Hugo Roll. Bitte schön. Manuel, komm auch mit dazu. Das sind die Gewinner des Hackathons hier in Berlin. TOSDR, jetzt muss man erstmal sagen, der Chrome-Browser, das ist ein Produkt von Google, ganz klar, aber der ist offen, man kann ihn also erweitern durch Extensions, durch Zusatzprogramme und ihr habt eben euch einen ausgedacht und dieses Zusatzprogramm heißt TOSDR, Terms of Service Didn't Read. Auf Deutsch übersetzt für alle AGB-Nichtleser. Das ist richtig. Also normalerweise kommt das eigentlich von, im Internet kommt es oft vor, lange Texte. Das heißt dann too long, didn't read. Und das Gleiche gilt halt auch für die Terms of Service von den ganzen Social Networks. Die sind meistens viel zu lang und werden sowieso nicht gelesen. Und diese eine Extension ist dann eine Lösung Machen wir dafür. doch mal ganz kurz erstmal die Frage, wer von Ihnen hat jemals schon mal im Internet mal Terms of Service gelesen und dann geklickt, ja? Jemals, einmal. Einmal, nur einmal reicht. Und verstanden. Ja, verstanden ist eine. Okay, also du hast eine große Zielgruppe hier. Ganz klar. So, dann schauen wir uns doch die Extension einfach mal ganz kurz an. Wenn wir das, wo? Wessen Notizen sind das? Gut. Ich habe noch Papier. Ja, Papier kenne ich nicht. So. Wir sehen jetzt hier quasi einen ganz normalen Chrome-Browser im Fenster auf und meine Extension tut Folgendes. Wenn ich eine Seite besuche, ein Social Network, dann gibt es mir entsprechende Informationen über diese Seite, entsprechend einen Kontext, wie ich die Seite einzuordnen habe, wie die Daten, die ich dort eingebe, verwendet werden. Eben eine Übersetzung der Terms of Service, der Nutzungsbedingungen in leicht verständliches Deutsch. Das sieht dann entsprechend so aus. Natürlich dann auch alles schön in Englisch, damit es auch jeder lesen kann. Und wir sehen dann hier einzelne, wirklich simple Bullet Points, was mit den Daten auf der Seite passieren kann. Das basiert auf einer Crowdsourcing-Plattform namens Terms of Service Didn't Read, über die jetzt Hugo etwas näher sprechen möchte. Weil die Extension zeigt die Daten letztendlich nur an. Viel interessanter ist, wo kommen die her, diese Daten. Und dafür jetzt Hugo. Thank you, Sebastian. So yeah, just going. You might ask, where does this data come from? This comes from this project. Oops. All right. So thank you for showing this very useful extension. So we wanted to fix what we call the biggest lie on the web because a lot of people click that they have read and agree to the terms of service when they don't. And the problem is that almost nobody has the ability or the time to read those terms because they are very long. It has been researched that it would take 76 days every year for every individual to read all the terms they agree to on the web. And the fact is, some of these terms are very long, like iTunes. It's 19,000 words, which is longer than Macbeth. So with this project, we hope we can bring more balance and more fairness in the relationship between users and web services. We want to restore the mutual understanding between users and services because we think agreement involves understanding, conscious understanding. People should know what they sign up for instead of blindly accepting anything that's hidden behind the little checkbox. So what we do is we flag the most important issues and we give a very simple rating to people so that they have an easy way into reading and understanding the terms. We here have an example of Class B, which is a good kind of service with terms which are quite fair, and Class E, which are not so nice. As you can see, TweetPic is a photo-sharing website for Twitter, and as a photo-sharing website, they claim to take your copyright on your pictures. So
The project is it's public and transparent. By that we mean that all the information that you see on the screen, you can see behind the scene how we came to this decision. You can see all the discussions, you can see who said what, and you can have a link to the actual terms if you want to read for yourself and speak up about your opinion if you think we're wrong. And the process is all using open data and free software. And fairness, because we think some of these terms are unfair, and we think the rights that are being dealt with in those terms are very important. Copyright is a very important right. What happens with your personal data is also very important. So we want also to engage in dialogue between users and services so that we can have some pressure or dialogue to have them adopt better terms and better practices. So yeah, this is the kind of questions that we hope we are able to give answers to, such as what kind of copyright license you give to those services. Is it limited in any way? What's the public benefit? Because we think a lot of people would like to share pictures and to expand the commons, the public domain. Personal data, what happens with the data that is being collected? How third parties get access to it? And legal rights in general, such as how are they going to be able to change the terms? Because this is one of the major practical issues. These terms change all the time and nobody can keep track of them. Thank you. Terms of service didn't read. Demnächst bei Ihnen im Chrome Shop. Jetzt möchte ich Sie noch mit Manuel bekannt machen. Manuel hat ebenfalls eine Applikation, eine Extension geschrieben. Und zwar ist das der Privacy Manager. Worum geht's da? Hello. So I'll just ask Sebastian to switch to the place where is the extension. Okay, so let me before describe the idea of the extension. So users may use Chrome browser and they use to navigate through all settings to find out which privacy settings they need to switch off or switch on. So that's why I decided to create an extension that will give all that settings into their hand through the first glance, and they can easily find out information about each privacy setting that Chrome has, and also switch on or switch off that privacy setting in the Chrome using this pop-up window. So there's also explanation for each privacy settings. So people, if they even get through the settings in the Chrome, they don't get a good description of each element. So there is all privacy settings that's provided by a privacy API by Google Chrome extension. And also, here is another part of the extension where people can manage which kind of data they want to delete. For example, like cookies, like cache, and etc. There is also explanation of for each part of, for example, what is cookies, what is history. So, and also people have access to the incognita mode for the active tab page. So if they're navigating to the same page and they want to open it in the incognita mode, they can do it by clicking on this button. Also, there is other tabs, which is, for example, helps people to manage the cookie data. For example, they can choose and see what cookies are set for the current domain, or just check for all of the cookies and delete if they want. And also some network traffic management which helps people. So if they can turn on the collect header, they can see every traffic, what's happening when they are opening the web page, and they can see what third-party pages opened, etc. Also, they can block the user agent. But the main part is this privacy part, which helps people to more deeply understand the privacy and
to easy manage them. Manuel Saroyan, herzlichen Dank. Ist da Stefan Roth da? Stefan Roth? Ist der Stefan Roth da? Komm nochmal mit auf die Bühne, bitte. Was passiert denn jetzt mit den Gewinnern? Was, zwei konnten heute nicht hier sein. Mir wurde gesagt, die haben heute irgendwie andere Verpflichtungen. Aber was passiert denn jetzt mit diesen Erfindungen von diesen jungen Leuten? Also das hier ist sozusagen der zweite Teil des Gewinns erstmal. Der erste Teil war ein Besuch in München, wie schon gesagt wurde in dem Video. Dort haben sie zusammen mit Mike West und dem Chrome-Team ein bisschen diese Extensions noch poliert und verbessert. Und was jetzt passieren kann, ist, dass es gibt in Chrome einen sogenannten Webstore. Jeder kann sich dort die Extensions, die von freien Entwicklern hochgeladen werden oder auch von Firmen, kann sich den installieren, kann sich durchlesen, Beschreibungen, Screenshots angucken und dann sagen, ja, das ist was für mich. Und sozusagen, zum Beispiel Manwitz Extension is already in the Chrome Store, right? Ja, yeah. So, wenn Sie also jetzt nach Hause gehen und Ihren Chrome-Browser anschmeißen, können Sie sozusagen diese Extension sofort probieren. Und ich denke, Sebastian arbeitet auch noch daran, dass das in den Chrome Store kommt. Wie es immer so ist, man ist noch nicht ganz zufrieden und da muss noch ein bisschen poliert werden und dann gibt es diese Features auch, ja. Ist das auch so eine Art und Weise für euch, so Recruitment zu machen, das heißt, eure zukünftigen Programmierer irgendwie euch heranzuziehen? Also, sagen wir mal so, Talente sind bei Google immer willkommen, aber das war jetzt keine vorrangige Aufgabe auf jeden Fall. Es ist natürlich immer interessant, Leute mit einem bestimmten Ziel zusammenzurufen und dann zu sehen, wie sie diese Probleme lösen und auf was für Ideen sie kommen. Und wenn die Leute dabei bleiben, dann gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, ja. Okay. Die Möglichkeit, den Jungs Fragen zu stellen, vielleicht zu ihren Produkten oder vielleicht eine Anregung auch, was ihnen vielleicht noch fehlt oder vielleicht haben Sie noch eine Idee, wie man die Ideen vielleicht noch besser machen könnte. Gibt es da spontan irgendwelche Eingaben? Ihr seid alle noch auf der Schule, oder? Still visiting school? No? You're still visiting school or studying? Okay. Okay, also sind schon ein bisschen älter. Mir wurde nur gesagt, dass ihr im Grunde genommen eure Ausbildung noch nicht komplett abgeschlossen habt. Was macht ihr denn so? Ich studiere Informatik in Aachen. Ja, I'm still in law school. Okay, alles klar. Meine Damen und Herren, ich fand, das war auf alle Fälle ein sehr beeindruckendes Beispiel dafür, wie man Sicherheit, also jetzt auch von unten grassrootmäßig denken kann. Herzlichen Dank nochmal, einen Riesenapplaus bitte an die Studenten und herzlichen Dank. Wenn wir Datenschutz diskutieren, Herr Schneider, machen wir uns da alle nicht eigentlich was vor, wenn wir sagen, man kann das überhaupt noch regulieren? Leben wir nicht schon längst in einer Zeit, wo eigentlich diese Regulierung eigentlich keinen Sinn mehr macht und wo man sagt, die Leute müssen sich selber drum kümmern? Es gibt wie immer nicht die eine Wahrheit und natürlich müssen wir mehr Kompetenz vermitteln, eine Medienkompetenz, das aber schließt nicht aus, dass man auch bestimmte Regeln braucht und Regularien braucht, an die sich Unternehmen halten müssen. Und gerade jetzt im Bereich Daten und Internet geht es darum, dass die Menschen auch wissen müssen, welche Daten von ihnen preisgegeben sind und wo diese Daten landen. Also es sind zwei Ebenen, ich muss mich selbst informieren, ich muss die Möglichkeit haben zu wissen, wo landet es und dann brauche ich auch die Kompetenz, mit dem dann verantwortungsbewusst umzugehen. Wenn ich an die Frage an den Datenschützer stellen darf, ich habe immer oft das Gefühl, da verweist man oft irgendwie, mehr Medienkompetenz muss also an die Schulen gegeben werden, die Kinder müssen unterrichtet werden. Wenn ich jetzt die Jungs hier sehe, dann denke ich mir, die brauchen das doch gar nicht, die wissen das doch schon alles sehr gut und sehr viel besser wahrscheinlich als ihre Lehrer. Macht das überhaupt noch Sinn, da zu verlangen, dass Jugendliche mehr Daten, also mehr Medienkompetenz beigebracht bekommen müssen? Das ist richtig und zugleich sicher nicht vollständig.
Viele Jugendliche haben einen großen Wissensvorsprung vor ihren Lehrern. Aber deswegen zu sagen, wir geben das alles in die Verantwortung der Nutzer, würde zu kurz greifen. Mir geht es immer als Datenschützer auch darum, dass man neben der Wissensvermittlung die Wertevermittlung mit im Blick hat. Medienkompetenz ist nicht nur der Umgang mit technischen Fertigkeiten und das Wissen um Datensicherheit und wie kann ich die Voreinstellung, die am besten nicht erst in den Shop geladen wird, sondern schon durch die Firma per se als Privatsphäre vorgegeben ist, wie kann ich das umsetzen? Aber dazu gehört auch ein Verständnis über die Zusammenhänge. Wenn ich eine Suchmaschine nutze, was bedeutet ein Algorithmus? Wie kommt er zustande? Sind die Suchergebnisse, ist das Ranking eigentlich für mich 1:1 übernehmbar? Was wird mir hier präsentiert? Das ist sehr viel mehr als Wissen. Das ist notwendig, ein Verständnis auch über Zusammenhänge, über Werte. Und insofern ist Erziehung und der Schulauftrag und die staatliche Aufgabe sicher hier weiterhin gefordert. Herr Stroppe, haben Sie den Eindruck, dass da schon genug geschieht oder was persönlich fehlt Ihnen, wenn es darum geht, Kindern, Jugendlichen mehr Medienkompetenz beizubringen? Naja, da ist auch wieder, gibt es verschiedene Wahrheiten, wenn man sich richtig ansieht. Auf der einen Seite ist es ja so, dass wir unglaublich, und da passt auch mal der Begriff, dass es fast nicht mehr glaubhaft ist, wie viele Initiativen es gibt, ob das bei Unternehmen ist, ob das von Privatleuten ist, ob das auf Landesebene ist, ob das auf der Bundesebene ist, die sich um Medienkompetenz kümmern. Auf der anderen Seite stellen wir gleichzeitig fest, dass bei denjenigen, die dann die Nutzer sind und die eigentlich eine Nachfrage nach Kompetenz haben, wenig ankommt. Und deswegen sind wir da immer noch in einem Zwiespalt und müssen das versuchen zusammenzubringen. Wenn ich jetzt auf das, was gerade gezeigt worden ist, also was da an Extensions entwickelt worden ist, das Beispiel nehme, kann ich sagen, ich kann damit, wenn ich mir die jetzt auf meinen Browser laden würde, könnte ich damit eventuell umgehen. Ich bin da schon sehr vorsichtig. Das sind Dinge, die für Menschen sind, die sich sehr gut auskennen schon, eine Erleichterung, Einstellungen vorzunehmen. Derjenige, der aber sich in diesem Bereich, wenn man mal die Frequenz sieht, wenig Nutzer und so weiter, die Sie gezeigt haben, wird es viele geben, die damit gar nichts anfangen können. Damit ist ein langer Weg dorthin. Deswegen, was wir unbedingt brauchen, um das auf den Punkt zu bringen, ist, dass wir eine Bündelung hinbekommen von Medienkompetenzeinrichtungen, die es vermitteln können, und dass diejenigen, die Fragen haben, sich irgendwo hinwenden können. Dabei sind wir dabei, etwas zu entwickeln, dass das irgendwo auch ausgefüllt wird und dann genau für die Fragen auch die Antworten bekommen kann. Das muss der Weg in der Zukunft sein, also eine Bündelung, Zusammenführung der einzelnen Anbieter von Medienkompetenz. Sabine Frank, wenn wir über Google reden, dann gibt es oft schöne Antworten vom Google-Chef Eric Schmidt, der mal gesagt hat, dass es ja kein Problem, wenn Jugendliche googeln, ja, und da alles von sich preisgeben. Wenn die dann volljährig werden, dann ändern die einfach ihren Namen und dann sind alle Jugendsünden sozusagen vergessen. Das hat er nicht so ganz ernst gemeint. Aber was macht denn Google tatsächlich? Wie ist der Weg tatsächlich zu mehr Empowerment, dass die Leute tatsächlich auch mehr sich über diese Möglichkeiten bewusst werden? Das ist ja sehr schön, dass es also Jugendliche gibt, die sich damit befassen, aber das ist ja nicht die Mehrheit der Menschen. Also wie kriegen wir tatsächlich diejenigen, die nur Gelegenheitssurfer sind, tatsächlich, wie kriegen wir diese Awareness da in den Kopf? Ich habe versucht, es sehr kurz aufzuzeigen. Die Frage ist kompliziert und unsere Antwort darauf ist vielschichtig. Wir fangen an unseren Produkten an und ich habe das Beispiel Google Plus genutzt. Bewusstseinsbildung fängt am Produkt an und das nutzen wir sehr stark. Deswegen nämlich genau da, wo für den Einzelnen die Frage auftaucht, das Bewusstsein versuchen zu schärfen. Das ist sozusagen der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir eine breite Öffentlichkeit brauchen. Das haben wir über die Kampagne, die ich vorhin auch dargestellt habe, auch gemacht. Wir haben tatsächlich mit Kooperationspartnern gemeinsam wirklich breitflächig über verschiedene Medien hinweg dieses Thema
sind das Thema angegangen und wir gehen ganz bewusst in Kooperationen ein. Sicher online gehen ist eins, aber wir selbst entwickeln auch Kooperationen mit namhaften Partnern. Das Jugendschutzcenter ist zum Beispiel mit Deutschland sicher im Netz, ClickSafe, der FSM und vielen anderen Partnern entstanden, weil wir glauben, dass nur durch solche Multiplikatoreneffekte tatsächlich auch eine Breite geschaffen werden kann. Und das Dritte, was ich nennen möchte, sind die Schulen, die wir ja, glaube ich, auch als ganz klare Zielansprache sehen. Und wir wissen alle, wie schwierig es ist, in die Curricula reinzukommen. Wir werden jetzt einen anderen Weg wählen, nämlich auch gemeinsam wieder mit Partnern zusammen Modellprojektwochen erstellen, Materialien erstellen für Lehrer, dass es Lehrern wirklich sehr einfach macht, sich darüber nachzudenken, nicht den Ausflug in den Zoo als Projektwoche zu gestalten, sondern sich mit dem sehr wichtigen Thema Medien auseinanderzusetzen, und zwar wie beeinflussen Medien tatsächlich unsere Demokratie. Das dürfen wir bei all dem, glaube ich, auch gar nicht vergessen. Es hat ja einen sehr immanenten Wert unseres freien gemeinsamen Miteinander Umgehens. Das heißt, wir versuchen wirklich vielschichtig hier Antworten zu liefern. Also Google in Partnerschaft mit Schulen. Herr Schneider, ich erinnere mich ziemlich genau vor 2 Jahren gab es mal eine Broschüre, die kam vom Bayerischen Kultusministerium. Und die trug die Überschrift Bernd der Blogger oder irgendwie so ähnlich. Und da ging es um einen Comic, wo also ein, ich glaube, Löwe, so ein Zeichentricklöwe, der hat also in diesem Comic erklärt, dass man zum Beispiel also den Quellen aus dem Internet nicht trauen darf, dass also Bernd der Blogger zum Beispiel ein ganz unsicherer Gefährte ist. Nur die gedruckte Tageszeitung, ja, die schreibt die Wahrheit und auf die kann man sich verlassen. Wenn man diese Broschüre umgedreht hat, hat man dann hinten einen Konterfei gesehen vom Verband Deutscher Zeitungsverleger. War das also eine Broschüre? Ist das also eine Form von, wie man also Medienkompetenz in die Schulen bringt, und müsste man dann nicht auch sagen, die nächste Broschüre kommt von Google? Ich meine, als ehemaliger Politiker traue ich auch nicht jeder renommierten Tageszeitung, dass alles richtig ist, was drinsteht. Wir haben eine Kooperation in Bayern begonnen unter dem Stichwort Medienführerschein. Ich darf jetzt vielleicht mal sagen, aus dem Bewusstsein damaligen Zeit als Kultusminister, dass es zwar in allen Lehrplänen etwas drinsteht, aber oft ist immer das gerade, wozu man keine Zeit hat. Das ist nicht prüfungsrelevant und da gibt es keine Punkte und wenn es darauf ankommt, findet das nicht statt. Dass wir einen Umkehrschluss gemacht haben, zu sagen, jetzt identifizieren wir mal altersgerecht, was brauchen Kinder an Medienerziehung in 3-4, in 5-6, darüber hinaus, und machen dazu auch Module, die bestimmte Themen in 3-4 Stunden abhandeln. Auch um Lehrkräfte nicht zu überfordern, zu sagen, im Alltag nebenher muss ich mich noch vorbereiten, sondern das wird auch fast portioniert, wenn ich dazu sage. Dazu gab es eine Kooperation mit dem Zeitungsverlegerverband, weil wir auch gesagt haben, wir können nicht Medienerziehung machen und Print völlig wegnehmen. Also da gibt es Module, die gemeinsam mit dem Verlegerverband entwickelt worden sind. Es gibt Kooperationen auch mit anderen Partnern. Ich schließe jetzt nicht aus und lade dazu auch ein, dass Google auch ein solcher Partner werden kann. Bin zwar nicht mehr Kultusminister, aber in meiner Stiftung Medienpädagogik entwickeln wir die Inhalte. Ich lade dazu ein, weil wir auch das Know-how brauchen. Wir dürfen also nicht der Meinung sein, wir können das als Ministerialbürokratie so aus dem Ärmel schütteln, was da notwendig ist, was State of the Art ist, was die Themen mit sind. Es darf nicht dazu führen, dass Google sagt, diese Unterrichtseinheit wird jetzt so und so durchgeführt. Aber dass wir Informationen kommen, dass wir Kooperationen machen, dass wir Partnerschaften machen, bin ich sehr, sehr offen. Herr Bose, als Datenschützer sind Sie natürlich immer spitz auf Kopf, wenn Google mit einer neuen oder auf Facebook mit einer neuen Applikation, Gesichtserkennung etc. da um die Ecke biegt. Wir haben aber auch erlebt in den letzten Jahren, dass man also das Geschrei groß ist, wenn jetzt zum Beispiel Street View Autos durch die Straßen fahren, ja, und ein Jahr später schon macht Microsoft dasselbe und dann Apple fliegt sogar noch mit Flugzeugen über uns und filmt uns von allen Seiten und da ist plötzlich still. Ist es überhaupt noch zeitgemäß, sozusagen, da einmal so eine rote Linie festzulegen, oder ist das nicht tatsächlich etwas, wo die Konzerne einfach schon einen Schritt weiter sind und wir gewöhnen uns dann
daran und empfinden das dann nach 2 Jahren gar nicht mehr als so tragisch. Wie geht man mit diesen wechselnden Wertemustern auch um, auch im Zusammenhang mit Medienkompetenz? An Ihrem Beispiel wird deutlich, dass sich das Verständnis von Privatheit fortlaufend ändert. Es gab aber auch schon in den 70er, 80er Jahren, insbesondere durch das Fernsehen angestoßen, gewaltige Emanzipationsbewegungen. Jetzt haben wir das Internet, das verstärkt das natürlich. Klar ist, dass das Recht, also das, was der Gesetzgeber oder die Gesetzgeber vorgeben, dieser Entwicklung immer ein Stück hinterherläuft. Daher muss das, was jetzt diskutiert wird, hören wir ja noch einen Vortrag nachher, von Europa kommt, das muss jedenfalls technikneutral sein. Wir können nicht für jede neue technische Entwicklung wieder eine spezifische Regelung brauchen. Aber also kein Leck Google. Nicht Google Street View, Geodaten müssen sich gewissen allgemeinen Regimen unterwerfen und das gilt für soziale Netzwerke, für Bewertungsportale genauso wie für irgendwelche Kunden- und Chipkarten. Was daran deutlich wird, es geht nicht allein mit Medienkompetenz, es geht nicht allein mit privatsphärefreundlichen Voreinstellungen, also Privacy by Default. Es muss auch ein Rahmen gesetzt werden durch den demokratischen Souveränen. Und das ist nun mal, sind die Parlamente und insofern sind wir dann auch sehr schnell bei den Grundrechten und bei der Verfassung. Wenn ich den Medienkompetenzaspekt dabei nochmal betrachten darf, bin ich sehr nah bei Herrn Schneider. Ich denke, es haben die Beispiele eben gebracht, wir haben sehr viel Breite. Wir haben sehr, sehr viele Angebote. Auch bei uns in Sachsen-Anhalt gibt es jetzt ein Netzwerk Medienkompetenz. Viele Akteure kommen zusammen, auch die Wirtschaft, auch die Firmen. Diese werden den Schulen angeboten als Mitwirkende. Aber im Sinne von Verbindlichkeit, im Sinne von Nachhaltigkeit, kommen wir nicht umhin, dass in den Lehrplänen verbindliche Module vorhanden sind, nicht im Sinne von Wahlpflichtfächern und dass diese Inhalte prüfungsrelevant sind und schließlich, dass die Lehrerausbildung in den Blick kommt. Die Kultusministerkonferenz, das Thema ist stark ein Länderthema in Deutschland. Die Kultusministerkonferenz hat immerhin im März dieses Jahres, angestoßen auch durch die Datenschutzkonferenz, nach 1995 wieder eine Erklärung formuliert zur Medienbildung in der Schule. Und da sind diese beiden Forderungen enthalten. Lehrpläne, Lehrerausbildung. Also wenn man an Medienkompetenz denkt, dann können all die anderen Akteure mitwirken und auf die Schulen zugehen, da kann es auch Kooperationen geben, das passiert ja überall in Deutschland. Viele gute Beispiele. Mir geht es darum, dass wir nicht nur an die Breite denken, sondern auch ein bisschen das mit Tiefgang machen und daher nachhaltig und verbindlich. Herr Stroppe, wer kontrolliert das am Ende? Wir haben unzählige Datenschutzbeauftragte, nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Das zerfasert, haben Sie ja vor eingangs auch gesagt, da wird an vielen verschiedenen Ecken und Enden diskutiert. Wer bündelt das, wer bringt das zusammen, wo kann man sich dann wirklich verlässlich dann orientieren, okay, das geschieht jetzt? Das ist ja eine Diskussion, die wir als Bundesministerium neu angestoßen haben, weil das Beispiel Kultusministerkonferenz hat es ja gerade gezeigt, wir sind da in der Länderhoheit. Wir sind bei den sogenannten Telemedien auch sofort wieder in der Länderhoheit, was die Zuständigkeiten angeht. Beim Jugendschutz sind wir ja in einer Kompetenz des Bundes. Nun ist Jugendschutz, ohne dabei auch ans Internet zu denken, hin und wieder schwierig möglich. Und damit sehen Sie, wie sich das überschneidet. Wir gehen deswegen diesen Weg sehr offensiv als Ministerium, dass wir sagen, wir versuchen, Initiativen zu starten und damit die Dinge zusammenzubringen und aufzufordern, jetzt bei uns auch mitzutun. Das eine ist da, wo auch Google ja von Anfang an mit dabei ist, sicher online gehen, um hier eine bundesweite
Initiative zu starten, um Software auch zu verbreitern und zu bekommen. Das andere ist, dass wir mit dem Kids Internet Kinderschutz auch eine Initiative gestartet haben, wo wir versuchen, verschiedene Dinge zu bündeln und zusammenzubringen. Das sind alles Ansätze, die es jetzt gibt und wo wir tatsächlich die unterschiedlichen Dinge zusammenbringen. Aber insgesamt gehören natürlich auch da, und deswegen will ich das ergänzen, weil mir der Blick immer auf die Schule zu kurz kommt. Ich bin ja schon froh, dass jetzt nicht gesagt wird, wir brauchen Schulfach-Internet, weil das ist ja immer so das Furchtbarste, was man in Diskussionen hören kann. Aber es muss doch letztlich darin bestehen, dass wir einmal eine Medienkompetenzentwicklung haben, für die, wenn wir gerade jetzt auf Kinder und junge Menschen gucken, für diesen Bereich. Ein zweites, eine tatsächliche Entwicklung in der Erziehungskompetenz. Das betrifft auch Lehrer, aber vor allen Dingen auch die Eltern. Die dürfen wir, weil das, was wir an Gefahren auch gerade bei Jugendlichen sehen, die in Verbindung kommen, das findet ja zu Hause im Kinderzimmer dann statt oder sonst irgendwo, wo halt das Laptop und sonst was steht und nicht in der Schule. Und da muss man darauf vorbereitet sein. Und das Dritte ist dann, und da bin ich auch vollkommen bei Ihnen, dass dann ein gesetzlicher Rahmen da sein muss. Und das kann durch Jugendschutzgesetzgebung, das kann durch den Jugendmedienstaatsvertrag geschehen. Und dann habe ich einen Dreiklang zusammen, aus dem wirklich etwas entstehen kann und wo was zusammenwirken kann. Da sind aber alle aufgefordert, damit zu tun. Lassen Sie mich einen Vierklang draus machen. Wir haben über mehr Medienkompetenz für Jugendliche gesprochen, mehr Medienkompetenz für mehr Lehrer. Frau Franke, wie sieht es denn mit der Medienkompetenz der Politiker aus? Wie in der Gesamtbevölkerung durchwachsen. Ne? Es gibt welche, die extrem gut medienkompetent sind und andere, wo auch Gespräche, die wir führen, hoffentlich dazu beitragen, dass sie sich weiterentwickelt. Also ich glaube, es gibt keine Pauschalantwort darauf. Aber stellen sich Ihnen nicht manchmal die Haare auf, wenn da plötzlich die Rede ist, dass man Sendezeiten fürs Internet einführen möchte? Ja, das ist eine ganz weite Diskussion, die wir haben. Ich habe ganz lange in diesem System auch gearbeitet, deshalb kann ich Ihnen sagen, das klingt absurd. Es gab aber faktisch aufgrund mangelnder Alternativen lange Zeit für Anbieter in Deutschland gar keine andere Möglichkeit, als sich daran zu halten, den gesetzlichen Anforderungen Genüge zu tun. Und das vielleicht auch eine Anmerkung, wenn man einen gesetzlichen Rahmen fordert, der gesetzliche Rahmen muss auch so ausgestaltet sein, dass sinnvolles Wirtschaften und sinnvolle Dienste in so einem gesetzlichen Rahmen auch möglich sind. Und da kommen wir dann wieder zurück zur Frage der Medienkompetenz. Wir stellen leider manchmal fest, dass diese technischen Entwicklungen dem einen oder anderen vielleicht nicht vollumfänglich bewusst sind und es deshalb Gesetzesentwürfe oder Regelungen gibt, die tatsächlich Technik hindern und technikfeindlich sind. Wir können darüber, glaube ich, sehr lange sprechen. Fakt wird sein und ist ja auch immer, dass wir natürlich einen gesetzlichen Rahmen brauchen. Den haben wir aber ja schon lange. Die Frage wird sein, wie ist der ausgestaltet, so dass innovative Technologien sich darin auch entwickeln können, weil das wollen wir alle, das wollen die Nutzer vor allen Dingen und das sind ja die, warum wir hier sitzen und warum wir darüber reden. Denen wollen wir tolle Dienste anbieten und die wollen wir befähigen, dass sie die Dienste auch souverän nutzen können. Und ich glaube, darüber müssen wir nochmal reden. Wie gelingt es uns, genau das zu tun? Ich habe Ihnen schon mal aufgezeigt, was unsere Antwort darauf ist. Ich höre sehr gerne, dass man insgesamt denkt, dass es nur zusammengeht. Das glaube ich in der Tat auch. Vielleicht, Herr Schneider, Ihr Angebot nehmen wir sehr gerne. Kann Ihnen auch versichern, dass wir überhaupt gar keine Intention haben, redaktionellen Einfluss zu nehmen. Das Beispiel, das Sie genannt haben, finde ich, ist genau ein abschreckendes Beispiel, wie es nicht aussehen sollte. Wir liefern gerne sozusagen das Know-how, das wir haben, wie Technologie funktioniert. Und wir suchen gerne, und Sie sind einer der Partner, wie auch andere Partner sind, die das dann wiederum neutral gestalten. Ich glaube, es darf bei Schulen nie der Eindruck ankommen, hier ist ein Unternehmen, das versucht, Produkte zu vermarkten. Das wollen wir nicht. Es geht uns darum, Souveränität in die Köpfe zu kriegen. Gibt es Fragen aus dem Plenum? Fragen an unsere Datenschützer, wie man die Medienkompetenz vielleicht steigert, wo Sie Schwachstellen vielleicht auch festgestellt haben. Wie ist das eigentlich mit Ihren Kindern? Wie gehen Sie da um, also privat? Ich meine, das ist immer schön, wenn man auf großer Bühne hehre Reden spricht. Zu Hause sieht es dann meistens anders aus. Wer von Ihnen hat Kinder? Wie lösen Sie das zu Hause?
Ich habe es gelöst, weil die inzwischen ein Alter erreicht haben, wo diese Frage nicht mehr an mich gestellt wird, sondern höchstens umgekehrt. Also die eine Tochter ist 21, die andere ist 24 und damit ist das gelaufen. Aber natürlich ist das eine Entwicklung, die halt anfängt vor einigen Jahren, wo man erstmal einen Computer hatte, der halt keine Internetverbindung hatte, dann angefangen hat, ein Netzwerk aufzubauen und dann natürlich genau die Frage war, was wird gesehen. Und daraus kann ich eigentlich nur für mich die Konsequenz ziehen, dass es wichtig war, dass man sehr genau weiß, jetzt nicht im Detail, sondern grundsätzlich, wie wird eigentlich in dem Netz umgegangen und was geschieht dort. Und dass man darüber redet und dass man auch sozusagen das Interesse als Eltern den Kindern gegenüber zeigt und die Offenheit behält. Und daraus entwickelt sich ein Dialog, der sich, und das gebe ich offen zu, irgendwann umdreht. Weil ich auch alleine, weil ich in so einem komischen Gebäude da täglich mehrere Stunden hoche, gar nicht in der Lage bin, alle Dinge mitzubekommen. Und das hat einfach heute zur Konsequenz, dass mir bestimmte Funktionen und Möglichkeiten von meinen Töchtern mir gezeigt werden und dass damit ein Austausch geschieht. Aber das muss man von Anfang an beginnen. Und deswegen ist es so eine These, die ich immer habe, eigentlich gilt auch in der gesamten digitalen Welt das, was im Offline-Bereich auch gilt. Da musst du ja nichts in den Familien ändern deswegen, sondern solange der Zusammenhalt da ist, das Gespräch da ist, funktioniert das auch. Und Werte, die wir haben im Offline-Bereich, wenn die im digitalen Bereich Geltung haben, kommt man damit auch wunderbar zurecht. Man sollte nur bei all den Diskussionen, so will ich eigentlich zwei Sachen nochmal sagen, nicht immer gleich mit den großen Hammern kommen. Also es ist immer gleich, wenn man anfängt, Street View zu kritisieren, ist es der Eingriff in die Freiheit. Wenn das Street View gemacht wird, ist das gleichzeitig wieder auch ein anderer Eingriff in die Freiheit, nämlich, dass die Gebäude abgebildet werden. Beides ist vollkommen überzogen. Man muss sich mal ansehen, die Möglichkeiten, dann kann man diskutieren, wie Rahmenbedingungen aussehen. Das ist das eine, was mich an den Diskussionen gerade im Internetbereich sehr ärgert, dass immer die Messlatten unglaublich hochgelegt werden. Und dann aber auch noch ein anderer Punkt, damit er wenigstens mal genannt ist. Wir befinden uns natürlich schon in dieser Diskussion auch in einem Bereich, wo es inzwischen um viel, viel Geld, um viel, viel Einfluss und wirtschaftliche Interessen geht. Und wenn man sich die gesamten Diskussionen von Zeitungsverlegern, Internet und Fernsehen und Internet in dem Dreiecksverhältnis einmal ansieht, was da zurzeit stattfindet, das sind auch große Kämpfe um Marktanteile, um Einflüsse, um Werbeblöcke und so weiter. Und in diesem Verhältnis ist es, glaube ich, die Aufgabe auch der Politik und von uns zu sagen, von mir aus streitet euch, von mir aus müssen wir irgendwann mal die Regeln auch aufsetzen, damit das funktioniert weiter. Aber vergesst bitte nicht diejenigen, die es benutzen sollen und die dürfen nicht außer Acht gelassen werden, die müssen ihren Rechten auch zu Wort kommen. Wenn das am Ende dabei rumkommt, dass der Nutzer sozusagen der Hauptfokusträger ist, dann wären wir, glaube ich, sehr begeistert und sehr angetan. Das wissen Sie ja von uns. Weitere Fragen, vielleicht aus dem Plenum. Haben Sie Kinder? Wie gehen Sie um? Das würde mich mal interessieren. Ich habe neulich mal bei meiner Tochter über die Schulter geschaut. Ich weiß nicht, ob Sie diese Sprache kennen, ja, mit diesen Abkürzungen, ja. Und habe mich gewundert, ich schaue so und sie war gerade bei Facebook und dann kommen plötzlich Buchstaben POS. Und POS, was bedeutet das? Ich habe das dann nachher gegoogelt. Und in der Jugendsprache bedeutet POS Parent over Shoulder. Mhm. Ja, also das sind so diese kleinen Warnhinweise, dass man weiß, okay, jetzt bin ich alt. Herr Schneider, ich versuche mir Sie vorzustellen, wie Sie mit Ihren Söhnen World of Warcraft spielen. Haben Sie das schon mal gemacht? Und, ja? Nein, habe ich nicht gemacht. Also dieses Spiel habe ich nicht gemacht. Mein Jüngster ist jetzt auch 24, also ich bin jetzt auch über diese Phase hinaus. Also für mich sind immer zwei Schlüsselbegriffe. Das ist Offenheit, ist genannt worden, und Transparenz. Offenheit, dass man mit Kindern darüber spricht, wenn das Alter so ist, aber auch die Offenheit, dass man auch wegschauen kann. Es gibt dann eine bestimmte Phase, wo dieses über die Schulter schauen eigentlich dazu führt, dass sich Kinder verschließen und dass sie diesen Abgrenzungsprozess ganz stark suchen, raus aus dem analogen Elternverhältnis, rein in die virtuelle Freundeswelt. Also Datenschutz für ihre eigenen Kinder sozusagen, dass die auch einen Datenschutz ihnen gegenüber genießen.
die Offenheit, das ist auch ein Stück Vertrauensverhältnis, die sich halt in der Erziehung entwickelt. Das beginnt nicht beim Internet, sondern es ging schon, wie wird das Taschengeld eingesetzt. Also dieses Vertrauen, das man auch Kindern gegenüber zeigen muss. Und das brauche ich auch in dieser Frage, weil sonst Kinder, die surfen dann, aber zu Zeiten, wo ich nicht zuschauen kann, ist ja nicht das Ziel, dass ich dann, wenn ich in der Nähe bin, dass ich die Whitelist dann aufrufen oder Fragfin oder andere sichere Seiten anschauen, sondern dass sie in ihrem normalen Umgang einfach bewusst, werteorientiert und selbstbewusst Dinge für sich entwickeln können. Das ist das Stück Offenheit. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Unternehmen gehe, da ist dann auch die Forderung, dass Transparenz mitherrscht. Und wir haben im Jugendschutz ja aus meiner Sicht dieses wirklich gute Modell, klingt zwar kompliziert, regulierte Selbstregulierung, wo auch ein Stück Eigenverantwortung der Unternehmen eingefordert wird. Und es gehört mit. Klingt so ein bisschen nach Flexiquote. Ja, das ist ganz. Aber es hat sich in 10 Jahren entwickelt und ich glaube, weder die Unternehmen noch erst die Jugendschützer wollen an dem zurückdrehen, weil sich's entwickelt hat. Da gehört ein Stück Vertrauen mit dazu. Aber auch da gehört das Commitment des Unternehmens dazu, nicht alles zu tun, was technisch möglich ist und auch nicht immer an die Grenze des rechtlichen Rahmens hingehen, vielleicht noch den Tabubruch zu begehen, um drüber zu gehen, auszutesten, wie weit komme ich noch. Ich glaube, wenn wir da eine gesellschaftliche Diskussion führen können, zu sagen, ja, wir brauchen einen Rahmen, der Rahmen braucht eine bestimmte Flexibilität, aber ich muss auch einfordern, dass der nicht missbräuchlich von den Unternehmen dann auch genutzt wird. Und wenn man missbräuchlich ist, dann muss man auch die Keule haben, sage ich mal, und dann reinschlagen. Ich glaube, ich habe den Herrn Bose vorhin am Rande sagen hören, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja, wir diskutieren ja im Augenblick sehr intensiv in Deutschland über das Thema Selbstregulierung bei sozialen Netzwerken. Es war eine längere Diskussion bei den Geodatendiensten, Widerspruchslösung, wie sieht die aus, Google Street View und andere Modelle. Man muss ja immer sehen, dass das ein Dienst ist und die Daten sind verknüpfbar, vernetzbar mit anderen Diensten. Also ich schaue immer möglichst aufs Ganze. Und bei den sozialen Netzwerken, Facebook und andere, aber Facebook ist der wichtigste Gesprächspartner dabei. Die Selbstregulierung funktioniert bisher nicht. Die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia versucht das. Der Bundesinnenminister setzt sehr stark auf Selbstregulierung. Aber ich meine, wir brauchen hier gewisse rote Linien des Gesetzgebers. Es gab dazu schon mal ganz gute Ansätze in der Bundesregierung. Das ist ein Stück vergessen. Es findet morgen in Berlin eine Tagung statt, auch mit den Datenschützern zu diesen Themenkomplexen. Wie soll das für ganz Europa dann einheitlich geregelt werden und damit auch gestützt auf eine europäische Grundrechtecharta, die überall gilt, auch im Verhältnis zu den USA und dortigen Anbietern. Ich meine, dass man, das Prinzip Selbstregulierung ist ein gutes Prinzip. Ich halte davon auch sehr viel, wenn es um Selbstkontrolle geht. Also der Datenschutz soll in der Behörde und im Betrieb erstmal selbst organisiert werden. Das soll die Firma verantworten. Und das fängt, wenn man an Datenschutzmanagement denkt, natürlich bei der Führungsebene an. Der Geschäftsführer und der Behördenchef müssen sich selbst darum kümmern. Aber nicht nur auf Selbstregulierung setzen, alleine, nicht nur auf Medienkompetenz setzen im Verhältnis Anbieter-Nutzer, sondern wir brauchen auch Fundamente, wir brauchen Rahmen, rechtliche Rahmen, daher sind die Parlamente auch gefordert und wir brauchen weiterhin Datenschutz durch Technik. Also es ist wichtig, einen klugen Mix zu haben und beim Thema was soll rechtlich erlaubt sein und was nicht, Stichwort Profiling, Profilbildung mit all den Daten, wo sind da die Grenzen, das ist ein wichtiges Thema, wo der europäische Gesetzgeber sich jetzt noch dran macht und ich hoffe auch dran machen wird. Ein Punkt vielleicht, um das zu veranschaulichen, ganz kurz nur. In der Diskussion, wenn wir jetzt über Jugendliche gesprochen haben, muss man gerade um das zu verstärken auch hinweisen, dass es da ja eine große Differenzierung gibt. Wir sprechen halt, wenn wir über Jugendliche Internet sprechen, dann sprechen wir vielleicht ab 3 Jahren, da fangen die ersten an,
Das geht dann halt hoch, jugendliche Enden, wenn man es ganz weit nimmt, irgendwas bei 27, aber sagen wir mal mit 18, dann sind wir an der Grenze, wo es dann gesetzlich auch anders wird. Und dazwischen muss man differenzieren. Und deswegen brauchen wir wirklich einen Schutzraum für Kinder im Bereich bis 18 Jahren, vielleicht 12 Jahre, das ist ja ganz unterschiedlich in der Entwicklung. Und dann brauchen wir einen Raum, wo Medienkompetenz und andere Dinge eine Rolle spielen. Aber wir brauchen halt beides. Wir brauchen Schutzräume für die einen und die anderen aber auch dann die gleichzeitige Entwicklung von Kompetenz, um damit auch selbstbestimmt umzugehen. Und dann kommt irgendwann wirklich der Punkt, und das ist ja im normalen Leben auch wieder so, wo die Kinder sagen, das geht dich jetzt nichts mehr an. Was ich mit dem Taschengeld mache, das mache ich und das kaufe ich mir auch. Und da hast du, Vater, nichts mehr mit zu reden. Und genau diese Grenzen müssen wir kennen. Das Schlusswort hat Sabine Frank. Dankeschön. Es gibt so viele Stichworte und wir haben nur eine begrenzte Zeit. Auf ein paar würde ich trotzdem gerne reagieren. Datensicherheit durch Technik finde ich sehr wichtig, dass Sie das ansprechen. Und wir haben ja gleich noch die Gelegenheit, im anschließenden Podium ausführlich uns darüber auszutauschen. Es ist uns ganz wichtig, das Thema Datensicherheit wirklich auch voranzustellen. Wir wissen von vielen Umfragen, dass es das zentrale Anliegen von Nutzern ist, die Sicherheit ihrer Daten. Wir investieren sehr viel genau in dieses Thema. Sie haben angesprochen, Selbstregulierung als Stichwort, im Jugendschutz positive Erfahrungen. Sie sagen, im Datenschutz können wir da noch einen Weg gehen. Ich glaube, man muss wissen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind. Wir haben im Jugendschutz ein sehr ausgefeiltes System der regulierten Selbstregulierung, wo die Selbstkontrolle einen Rahmen hat, wo sie Entscheidungen fällen kann, wo Unternehmen gewisse Vorteile haben, wenn sie sich dem freiwillig unterziehen. Das alles haben wir definitiv gar nicht im Bereich des Datenschutzes. Das heißt, wir haben eine völlig andere Ausgangssituation. Wir haben ganz klare Voraussetzungen, die Sie vorgeben, und wir haben wenig Spielraum, der Selbstregulierung da wirklich zu agieren. Ich kann Ihnen versichern, es gibt sehr, sehr intensive Gespräche im Rahmen der FSM zu dem Selbstregulierungsvorhaben, das Sie angesprochen haben. Aber es ist nicht weniger komplex dadurch, dass wir gerade über eine neue EU-Datenschutzverordnung reden, die dieses Thema ja auch beinhaltet, dann über nationale Rechtsverordnung oder nationale Selbstregulierung zu sprechen. Gleichwohl sind wir sehr gewillt, dort konstruktiv mit unseren Mitbewerbern uns auszutauschen und tun das unter der Führung der FSM. Das dritte Thema, Medienkompetenz, würde ich gerne nochmal ansprechen und das gerne unterstreichen, was Sie gesagt haben, Herr Staatssekretär, dass wir sehr unterschiedliche Antworten darauf brauchen. Das glauben wir auch, angefangen von gesicherten Räumen. Wir helfen NGOs, FragFin ist vorhin genannt worden, mit unserer Technologie, der Suchtechnologie, gesicherten Surfraum für Kinder zu schaffen, damit sie einen einfachen Einstieg ins Internet haben und gehen dann über zu anderen Aufklärungsmaßnahmen und Technologien. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, wir fangen an bei unseren eigenen Produkten und freuen uns über Kooperation mit Ihnen allen. Und damit übergebe ich wieder zurück an Sie und danke. Ich denke, wir haben sowieso gnadenlos überzogen. Meine Damen und Herren, wenn keine Fragen mehr sind, dann ab an die Kaffeebar, stärken Sie sich und wir sehen uns in einer Viertelstunde hier wieder zum großen Finale.